Hey, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen. Mein Name ist Ellen Harrington. Seit Januar bin ich Direktorin des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums. Ich freue mich sehr, zu diesem besonderen Anlass so viele Freunde unseres Hauses kennenlernen zu dürfen. Dass wir heute Wim Wenders zu Gast haben, ist eine ganz besondere Ehre. Ich möchte auch der Wim Wenders Stiftung und Helle Wenders dafür danken, dass sie die Videoeinführungen zu jedem Film möglich gemacht haben. Ich freue mich, dass er hier ist, um seine Carte Blanche Filmreihe und insbesondere diesen Film vorzustellen. Vorzustellen, Jean-Luc Godards Deux ou trois choses que je sais d'elle. Bitte begrüßen Sie unseren besonderen Gast, Wim Wenders. Dankeschön, schönen guten Abend. Bitte mindestens 30 cm Abstand vom Mikrofon halten, steht da. Eigentlich komme ich sonst nicht mit Hut, aber ich habe gemerkt, ich habe alle meine Filme, die ich Ihnen vorstelle in den nächsten Wochen, nochmal angeguckt und habe gemerkt, da haben die Männer alle Hüte an. Sogar in Stranger Than Paradise, und der ist ja immerhin Anfang der 80er Jahre, alles mit Hut, da habe ich gedacht, komme ich auch mit Hut. Ich zeige Ihnen 10 Filme, heute natürlich nur einen. Und ich habe den Urs Sperry sehr ernst genommen, der mir gesagt hat, es müssen nicht deine Lieblingsfilme sein. Eigentlich wäre es schöner, wenn du uns das zeigst, was dich am meisten beeindruckt hat. Es ist nämlich ein Unterschied. Meine Lieblingsfilme wären 10 andere. Obwohl 2 oder 3 sind doch in jeder Liste drin. Aber das spielt ja keine Rolle. Ich habe deswegen eigentlich die Filme gewählt, die mich am meisten verstört haben. Das ist nicht so ein guter Anfang für heute Abend. Aber Deux, trois choses que je sais d'elle von Godard ist jetzt auch schon in die Jahre gekommen. Ich habe den Film 1967 gesehen. Das, ich glaube, wenn er heute immer noch verstört, hat der Godard ja was richtig gemacht. Als ich diesen Film gesehen habe, zum ersten Mal und zum einzigen Mal, hatte ich gerade einen Crashkurs in der Filmgeschichte hinter mir. Ich habe fast ein Jahr lang jeden Tag in der Cinemathek gesessen und habe in der Zeit gut 1000 Filme geguckt. War in Paris, weil ich Maler werden wollte, bin weggefahren aus Paris, weil ich Filmemacher werden wollte. Und daran war dieser Crashkurs schuld. Und als ich Deux, trois choses gesehen habe, war ich eigentlich schon auf und ab, wieder wegzufahren aus Paris nach einem Jahr, nämlich um an die Filmhochschule in München zu gehen, die wurde gerade eröffnet. Ich hatte nach wie vor nicht viel Geld und in Paris konnte man damals, wenn man in eine frühe Vorführung ging, den ganzen Tag über auch drin bleiben in dem Kino mit dem einen Ticket, was man gekauft hatte. Ich war in der ersten Vorführung, Deux, trois choses, und habe den Film 7 oder 8 Mal hintereinander gesehen. Dann hatte ich wohl eine Überdosis. Ich habe ihn dann nie wieder gesehen, bis neulich, als ich ihn dann auf meine Liste getan habe und gesagt habe, guck ihn dir lieber nochmal an, bevor du den Leuten was vom Pferd erzählst. Ich habe ihn dann den ganzen Tag über gesehen, weil ich das erste Mal wirklich vor den Kopf gehauen war. Nach der ersten Vorführung morgens früh war ich ziemlich, ich habe komplett die Fassung verloren.
Nachdem ich also 10 Filme aus der Film, 1000 Filme aus der Filmgeschichte gesehen hatte, kam hier ein Film, der hat alles mit einem Schlag vom Tisch gewischt. Scht. Tabula rasa. Auf dem Tisch, den ich mir so mühsam angeeignet hatte, war nichts mehr drauf. Alles, was ich über das Filmerzählen wusste und über Bilder und Töne, war mit dem Film weggewischt. Gerade vor allem, was Töne betrifft. In der Filmgeschichte gibt es ja betörende Filme mit wunderschönen Musiken und traumhaften Mischungen. Der Film gleich ist gerade in der Art und Weise, wie der Godard den im Ton behandelt hat, im wahrsten Sinne des Wortes verstörend. Jedenfalls für mich. Ich habe dann den Film wieder gesehen, das zweite Mal, und habe mir gedacht, danach gehe ich dann frühstücken. Ich bin dann im Kino drin geblieben mit dem einen Ticket bis abends, habe zwischendurch nur Wasser getrunken. Und beim letzten Mal habe ich gedacht, jetzt habe ich es begriffen. Am Schluss war ich nicht mehr so verstört wie am Anfang. Und vielleicht muss ich Sie das selbst erleben lassen und sich vorstellen, Sie sehen es zwei, drei Mal hintereinander. Ich habe dann ein paar Tage später den anderen Film von Godard gesehen, Made in USA. Der Mann hatte nämlich 1966 zwei Filme gleichzeitig gedreht, tatsächlich parallel. Dem einen Tag den anderen Tag den, waren verschiedene Schauspieler. Er hat in einem Jahr zwei Filme parallel gedreht, geschnitten, gemischt und dann gleichzeitig rausgebracht. Ich war halt zufällig in Deux Trois Choses zuerst drin. Ein paar Tage später, nachdem ich mir auch viel durchgelesen hatte, was der Godard gesagt hatte zu dem Film, wollte ich den anderen auch sehen. Den habe ich dann auch genauso den ganzen Tag über geguckt. Deswegen sind die beiden Filme in meinem Kopf zu einem einzigen geworden. Und als ich vor ein paar Tagen Deux Trois Choses wieder gesehen habe, war ich so enttäuscht. Ich habe auch sogar meiner Frau gesagt, gleich kommt die Marianne Faithfull. Die singt ein Lied von den Rolling Stones, As Tears Go By. Und dann kam sie nicht. Und da war mir klar, oh Mann, das ist ja der andere Film. Also in meinem Film sind die zwei sehr zu einem geworden. Nicht allerdings für einen Godard, sie sind dann doch wahnsinnig anders. Und er hatte damals was gesagt, was mich sehr gewundert hat. Ich wusste ja nichts. Ich hatte gerade mal 1000 Filme geguckt und kannte so ein bisschen von der Filmgeschichte, aber ich hatte noch nie selbst einen Film gemacht. Und er hat also gesagt in einem Interview, das hat mich wahnsinnig beeindruckt, ich habe die beiden Filme gleichzeitig gedreht und gleichzeitig geschnitten und auch gleichzeitig gemischt und ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Ich hatte den richtigen Kameramann für den einen und für den anderen, ich habe die richtig besetzt, ich habe auch den richtigen Cutter gehabt für den einen oder anderen, aber einen großen Fehler habe ich gemacht. Der Mischtonmeister, der Deux Trois Choses gemacht hatte, der hätte Made in USA machen sollen und umgekehrt. Da habe ich gedacht, das wäre einfach nur Quatsch und irgendwie so dahingeredet. Dann habe ich die beiden Filme gesehen und habe es auch verstanden. Das ist, was die Tonbearbeitung betrifft, ein wahnsinnig radikaler Film. Sie werden das auch gleich sehen, dass wie auseinanderläuft, laufen, wie Ton und Bild auseinanderlaufen kann und was der Godard dann da auch daraus macht. Ich lese mal kurz vor, was ich mir damals mal aufgeschrieben hatte. Das hat er gesagt und das habe ich mir aufgehoben. Der Godard, O-Ton, ich schaue mir zu über diesen Film, Deux Trois Choses. Ich schaue mir zu beim Film und man hört mich denken. Man kann alles in einem Film unterbringen. Man muss alles in einem Film unterbringen. Wenn man mich fragt, weshalb ich sprechen lasse von Vietnam, von Jacques Anquetil, von einer Frau, die ihren Mann betrügt, verweise ich den, der mich fragt, auf seine alltägliche Umgebung. Da gibt es das alles. Und alles existiert da nebeneinander. Und das ist das Irre von dem Film, der handelt von allem, was man sich vorstellen kann. Auf eine wirklich atemberaubende Weise. Und das war für mich damals völlig neu. Ich habe halt klassische Filmgeschichte geguckt, monatelang, und dann kommt einer und sagt, das muss man alles anders machen, weil es geht nicht mehr um Geschichten, es geht um das, was wir sehen und leben und was heute passiert und
wie die Städte der Zukunft aussehen sollen. Und wenn er sagt, er erzählt von Vietnam, dann war das natürlich damals 67 hochaktuell. Er hat ja mehrere Filme gemacht, Godard, in der in Vietnam vorkommt. Oder wenn er sagt, der Handel von Jacques Anquetil, das ist halt damals der große Tour de France-Gewinner gewesen, der viermal hintereinander gewonnen hat. Also der Film handelt von Paris, wie es gerade in der Zeit komplett umgewühlt wird und neu gemacht wird. Der Peripherik wird gebaut. All das, was wir heute kennen aus Paris, wurde in der Zeit gerade gemacht. Sie sehen eine Stadt, die komplett im Umbruch ist und einen Mann, der das ganze Kino dabei auch mit umpflügt. Der Titel ist schon zweideutig. Deux ou trois choses que je sais d'elle bezieht sich auf seine Hauptdarstellerin, die von Marina Vladi gespielt wird und die Juliette spielt. Elle heißt also die Frau, aber es könnte genauso gut auch die Marina Vladi sein, weil die kommt auch das erste Mal ins Bild und sagt, ich bin die Marina Vladi und ich komme aus Russland und ich bin Schauspielerin. Und dann kommt sie ein paar Minuten später wieder ins Bild und sagt, ich bin die Juliette und ich lebe in einem Vorort von Paris und ich betrüge meinen Mann und ich kann mir nicht alles leisten, was ich kaufen will und deswegen gehe ich mich prostituieren. Also Elle ist sowohl die Frau, eine Frau oder die Frau, aber auch die Schauspielerin, von der die Frau spielt. Und Elle ist auch die Stadt Paris. Und beides zusammen erzählt er so atemlos, dass ich wirklich 8-mal gucken brauchte, um es verdauen zu können. Sie haben es heute nur einmal, dafür haben sie eine schöne restaurierte Kopie. Ich beneide sie. Ich hatte nur eine gammelige DVD neulich. Ich würde jetzt gern mit Ihnen gucken, aber ich möchte auch gleichzeitig hier im Filmmuseum mich umgucken. Ich lasse Sie jetzt alleine. Wir haben nachher noch ein Gespräch. Dann zeige ich sogar noch einen anderen Film von mir selbst, 50 Jahre nach diesem hier. Und wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Tschüss.